1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitagnacht-Ausgabe, die wie immer eine offene Sendung ist, eine freie Themennacht. Ihr könnt euch also hier bei uns, bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Mike und Mike ist 24 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Mike. Um was geht's bei dir? Mein Problem ist, ich hatte noch nie Sex gehabt. Mhm. Das liegt daran, weil ich einen absoluten Ekel davor habe. Mhm. Ich hatte bisher 7 Freundinnen auch gehabt. 7 Freundinnen? Ja. Wie weit gingen diese Beziehungen, diese Freundschaften? Ja, ich sag mal, über das Händchen halten oder küssen ging es nicht wirklich hinaus. Ja, wie lange dauerten die denn jeweils an, die Beziehungen? Die längste war 3 Monate gewesen. Ja. Händchen halten war drin. Bisschen kuscheln auch. Also nicht irgendwie mit, dass ich irgendwie die Brüste oder irgendwas angefasst habe, nein. Ja. Nein. Kein Kuss. Ne, also halt nur küssen oder Händchen halten oder sowas und. Nee, ich meine so kein richtiger Kuss und Zungenkuss nicht, oder doch? Zungenkuss hatte ich auch schon mal gehabt, ja. Das schon, ah ja. Ja. Mhm. Mhm. Und die Frauen wollten dann wahrscheinlich, so wie die Frauen ja so sind, die wollten dann mehr. Und du hast dann dich zurückgenommen, oder wie? Ja. Mhm. Wie haben die drauf reagiert? Ja, war mal, ich weiß nicht, ja, klar, dadurch ist dann irgendwann, sind dann die Beziehungen dadurch halt immer in die Brüche gegangen. Mhm. Also die waren irritiert? Entschuldigung. Die waren irritiert, die Frauen, oder waren die auch sauer? Ja, ich wusste auch nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Und ich habe meistens dann die Beziehungen halt irgendwie beendet. Nee, ich meine, wie die reagiert haben, die Frauen. Waren die sauer? Ja, es war komisch. Ich meine, das letzte Mal war gewesen vor 2,5 Jahren, wo ich eine nette Frau kennengelernt habe. Mhm. Und ich war auch bei ihr zu Hause gewesen, mhm, im Wohnzimmer. Gut, ich muss dazu sagen, wir haben zu beide was getrunken. Mhm. Auch das ein oder andere Gläschen zwar zu viel. Und wir hatten uns dann auch geküsst. Mhm. Und ich meine, ich hatte zwar auch eine Erregung gehabt. Mhm. Und dann hat sie sich ihr Oberteil ausgezogen, mhm, sodass man auch ihre Brust und alles sehen konnte. Ja. Aber dann war einfach eine Blockade da. Dann hast du was getan? Dann habe ich gesagt, dass ich das nicht will. Das, was ich willst? Ja. Und bist gegangen? Nein, ich bin da geblieben. Ach so. Und was hat sie gesagt? Sie war irritiert. Mhm. Mhm. Und also, du verliebst dich schon immer wieder in Frauen. Ja. Das schon. Und du hast und auch die eine. Die Freundinnen, die ich auch hatte, die waren jetzt auch nicht irgendwie, die waren jetzt auch irgendwie nicht hässlich oder so oder abstumpfend, mhm, oder sonst, mhm, irgendwas. Nein. Da waren auch schon tolle Frauen, auch vom Charakter her. Ja. Was, ne? Also das war, ich sag mal, da würden andere sagen, Mensch, super, ne? Die perfekte Partnerin und alles. Ja. Und du hast durchaus auch eine sexuelle Sehnsucht, hast du die? Ich befriedige mich selber. Das schon? Ja. Wenn du dich befriedigst, an was denkst du denn dann? Manchmal denke ich an gar nichts. Naja, an gar nichts. Manchmal stelle ich mir auch vor, zwar mit den Frauen Sex zu haben oder nehme mir irgendwelche Vorlagen wie Pornos oder entsprechende Zeitschriften und ähnliches. Mhm. Und dann in dem Moment, wo ich dann komme, dann überkommt mich wieder ein Ekel. Das ist dann einfach ekelhaft. Mhm. Und wirklich dann von einer Sekunde auf die nächste. Mhm. Also ich finde das dann geil, mich selbst zu befriedigen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich komme, überkommt mich ein Ekel. Das, mhm, das ist ein Wandel wirklich von 180 Grad. Und hast du früher irgendwann mal was gemacht, was dich in Sachen Sexualität angeekelt hat? Oder tun müssen vielleicht sogar? Als Jugendlicher, als Kind? Mhm. Ich war damals 8 Jahre alt gewesen, mhm, und war alleine zu Hause gewesen. Ich kam von der Schule, mhm, und wir hatten bei uns zu Hause einen Videoschrank gehabt. Mhm. Da waren so 50 Videos drin. Und es gab in diesem Videoschrank auch einen Porno. Ja.
Und das war, ich kann jetzt auch gar nicht mehr den Titel sagen, aber das war einer von diesen Titeln, ich sag jetzt mal, die Filme, die heißen dann so Schneeflittchen oder so, ne? Also praktisch so abgeleitet irgendwie von Schneewittchen und sowas. Ja, ja. Irgend sowas war das gewesen. Völlig unbewusst, dass ich das gedacht habe, das ist ein ganz harmloser Kinderfilm, mach den rein. Der Film, der war also mittendrin. Und dann sah ich einfach die Frau und den Mann da voll in Aktion. Als Achtjähriger? Ja. Hast du den einmal gesehen oder hast du den dann mehrmals angeguckt? Also erst war es so gewesen, die Frau war am Pool gewesen zu Hause, hatte auch noch ein Bikini angehabt. Nee, ich meine, ob du dir diesen Film mehrmals hinterher angeguckt hast oder hast du ihn nur einmal gesehen? Nein. Was nein? Ich habe den nur das eine Mal geguckt. Und dann nie und, wieder? Ja, dann nie wieder. Und wie ich lange? Ich habe genau die Stelle zurückgespult, wo er gewesen ist, damit das keiner mitkriegt. Verstehe. Wie lange hast du ihn gesehen? 10 Minuten, eine halbe Stunde oder wie lange? Ja, 10 Minuten. Und das war glaubst du, dass das irgendwas damit zu tun hat? Ja. Das hätte natürlich. Das hat mich komplett verstört, weil ich da. Ich meine, als Achtjähriger, wie viel weißt du da von Sex? Gar nichts, mehr oder weniger, ne? Also. Weißt du dann vielleicht, dass die Frau eine Scheide hat, der Mann einen Penis und so. Und die Frau Brüste und sowas. Und irgendwo da hört das ja auf. Ja. Da kennt man das wie bist nicht, du, dass irgendwie der Penis sich erregen kann und ähnliches. Und ja. Wie bist du denn, bist du zu Hause, wie war denn das Thema Sexualität zu Hause bei euch? Wurde darüber gesprochen oder war das eher ein verklemmtes Haus? Waren die Eltern eher streng und konservativ oder wie war das? Nee, konservativ würde ich nicht sagen. Also eher locker. Aber ich wurde nicht, muss ich dazu sagen, ich wurde jetzt nicht von meinen Eltern oder so aufgeklärt. Ich habe mich auch nicht mit der Sexualität von meiner Mutter oder von meinem Vater auseinandergesetzt. Oder so. Um Gottes Willen. Nein, das meine ich auch nicht. Aber, ja, aber da wurde, ich glaube, so über Sexualität nicht. Also nicht so besonders viel gesprochen oder so. Also es staunt mich ein wenig, dass so 10 Minuten Porno gucken in dem Alter so eine gravierende Auswirkung haben sollten. Aber das kann natürlich sein. Ich war völlig verstört. Ich wusste danach irgendwie wochenlang gar nicht mehr, wo oben und unten war. Ich wusste gar nicht mehr, was los war. Und das hat mich irgendwie verfolgt irgendwie. Ja. Aber sonst ist nicht irgendetwas Schlimmes mal passiert, dass sich zum Beispiel jemand an dir vergriffen hat oder so? Nein, also sowas gab es auf keinen Fall. Bei mir nicht, irgendeinen sexuellen Missbrauch oder ähnliches, nein. Gar nichts. Um Gottes Willen. Du bist auch ganz sicher, dass du heterosexuell bist? Ja. War so ein bisschen zögerlich jetzt? Nee, zögerlich nicht. Also ich habe das auch, ich muss dazu sagen, ich war vor, das ist jetzt knapp 3 Jahre her, da war ich mal in eine Talksendung eingeladen bei Brit, damals in Hamburg. Und ich bin abends noch losgezogen. Also ich durfte da in Hamburg übernachten. Das wurde ja damals von denen bezahlt. Bin damals in eine Kneipe gegangen, nicht ahnend, dass das eine Schwulenkneipe war. Und habe dann, das hat aber auch irgendwie nicht geklappt oder so. Ach so, gedacht habe, okay, vielleicht bist du ja irgendwie da von der anderen Uferseite, aber nein. Du hast dich auf gewisser Weise ein bisschen eingelassen auf einen Kontakt mit deinem Mann? Ja. Ja. Ja, Mike, ich vermute mal, dass es dann schon, es kann ja wirklich der Auslöser gewesen sein, diese 10 Minuten Porno gucken damals. Vielleicht aber auch nur der Auslöser für irgendetwas anderes, komplizierteres, komplexeres, was da los ist in deiner Seele. Offensichtlich scheint dich das ja, und zu Recht auch, das ging ja jedem so, scheint dich das ja sehr, sehr zu belasten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das belastet mich schon und das belastet mich auch schon dahin, da ich teilweise auch den Kummer in Alkohol ertränke. Ja, so weit darf es nicht kommen. Nee, so weit ich muss auch im Augenblick sagen, ich habe das auch echt unter Kontrolle. Es gab also wirklich die harten Zeiten, wo ich jeden Tag eine Flasche Schnaps getrunken habe. Jeden Tag eine Flasche Schnaps? Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Einzelhandelskaufmann. Und das hast du dann alles irgendwie hingekriegt? Ja.
Ich bin, damals war ich noch in Ausbildung gewesen, ich bin abends nach Hause gekommen, hab mir die Flasche Schnaps reingepfiffen und bin pennen gegangen. Habe dann noch nicht einmal, weil ich ja halt, ich habe im Lebensmittelhandel gearbeitet, das heißt, wo man auch Schnaps kaufen konnte. Ich habe teilweise einen Schnaps da gekauft, wo dann halt die Kollegen dann irgendwie dann misstrauisch wurden, habe ich den dann da nicht mehr gekauft. Also, das finde ich, das sind alles Warnsignale, Mike. Ich finde, das ist eine Sache für einen Spezialisten. Ich finde, dass du unbedingt zu einem Psychologen gehen solltest. Unbedingt. Ja, ich habe da oft drüber nachgedacht. Ja, unbedingt. Aber das Problem ist, ich habe da echt Angst, da vor jemandem zu sitzen und dem in die Augen zu gucken. Verstehe. Aber und weißt dem du, das zu erzählen. Ich verstehe das. Aber weißt du, das ist dessen Job. Der macht nichts anderes Tag aus, Tag ein und hört noch viel merkwürdigere und abgefahrenere Geschichten, was die Seele alles so für Kapriolen schlägt. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte jetzt redest. Dann kann sie dir das auch mal ein bisschen erklären, wie das in so einer Therapie abgeht und vor allen Dingen, wie du die einfädeln könntest. Ja? Okay. Ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen, weil ich glaube, dass man da so mit kleinen Ratschlägen überhaupt gar nicht weiterkommt. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich zurück. Okay. Alles Gute von Herzen, Mike. Ja, ich danke dir auf jeden Fall und ich muss noch dazu sagen, ich finde, du machst eine sehr tolle Sendung. Ich gucke die sehr oft. Mhm. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Hier ist Dominik und Dominik ist 21. Guten Morgen. Hallo Domian. Ach, eine Frau. Ja. Ich hatte jetzt gedacht, ein Mann. Nein, ich bin eine Frau. Gibt es einen Frauennamen, Dominik? Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Ich kenne. Ja, der wird anders geschrieben. Ach so. Ich kenne nämlich zwei Jungs, die heißen Dominik. Ja. Aber die schreiben sich anders. Da hast du wirklich recht, ja. Eine junge Frau von 21 Jahren namens Dominik. Genau. Die mich angerufen hat, warum? Weil es geht um meinen neuen Freund. Was ist da los? Also wir sind seit gut 2 Monaten zusammen. Mhm. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich irgendwie am Rande stehe. Inwiefern? Er hat eine Tochter aus seiner vorigen Beziehung, die lebt bei ihm. Wie alt ist er denn, der Freund? 23. Und wie alt ist das Kind? 14 Monate. Ah ja, und das Kind lebt bei ihm? Ja. Immer? Ja, die Mutter kümmert sich nicht, die haben keinen Kontakt. Mhm. Und er hat das Kind halt zu sich genommen. Das ist natürlich eine große Verantwortung und auch viel Arbeit für ihn. Ja. Und ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass er ein bisschen überfordert ist, ne? Und dass er deswegen mich vielleicht vergisst oder. Aha. Und deshalb hast du das Gefühl, dass du am Rande stehst, weil er so sehr konzentriert ist mit seinem Alltag, den zu managen. Ja, genau. Mhm. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns im Internet kennengelernt. Das ist natürlich praktisch, das kann man von zu Hause aus, das kann er auch von zu Hause aus und. Ja. Ja. Also er wohnt hier um Ecke, also wir sehen uns auch regelmäßig. Ne? Ist jetzt keine Internetbeziehung oder sowas. Ja, ja, davon war ich jetzt ausgegangen, dass ihr euch auch schon gesehen habt. Ja. Beschreib mir das doch noch ein bisschen ausführlicher, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, am Rande zu stehen. Also das bezieht sich jetzt nicht auf die Kleine, also auf seine Tochter mehr. Mhm. Das geht mehr darum, da war zum Beispiel vorgestern, wir schreiben dann immer im Internet und er dachte dann so, ja, ich bringe eben die Kleine ins Bett, warte mal kurz. Und dann, ich sitze da eine Stunde, 2 Stunden und da kommt von ihm nichts, ne? Und ich bin sehr misstrauisch durch meine vorigen Beziehungen. Und ich mache mir immer sofort Gedanken, ne? Ich habe die letzte Nacht, weil ich von ihm da nichts gehört habe, war ich nur am Heulen. Weil ich immer, es kann ja auch was passiert sein, Domian. Ich gehe immer direkt vom Schlimmsten aus, ne? Was man nicht immer sollte. Ja, ich weiß das, aber ich habe ihm das halt auch gesagt und er sagte, ja. Was sagt er? Ja, dass ihm leid tut, dass er mir nicht Bescheid gesagt hat. Ne? Also zum Beispiel die Situation, er sagt, ich bringe mir eben die Kleine ins Bett. Ja. Nun gut, man kann manchmal nicht mal eben so ein Kind ins Bett bringen, das dauert dann schon mal eine Weile. Aber wie hat er es denn erklärt, dass er sich dann so lange nicht gemeldet hat? Ja, er ist dann wohl, er holt öfters halt seine Mama zu sich nach Hause, um halt, dass die ihm hilft. Und er ist dann wohl direkt von seiner Mama aus mit seinem Kollegen in so ein Café gegangen und hat dann vergessen, mir Bescheid zu sagen. Ist nicht so nett. Ja, so hat er mir das erklärt. Und da habe ich ihm auch gesagt, ich sage, ja, das ist ja kein Problem. Du kannst rausgehen, wann du willst. Nur wenn du weißt, ich sitze vor dem PC und warte auf dich. Gebe ich dir recht. Würde mich auch sauer machen. Also wenn jemand sagt, ich rufe dann zurück, dann gut, man kann ja warten. Aber dann endlos zu warten, finde ich auch schwierig. Würde mich auch etwas
kränken, sagen wir es so. Ja, eben genau das ist das nämlich. Mhm. Was macht er? Kann er doch nicht berufstätig sein, ne? Nein, noch nicht. Nee. Er kümmert sich ausschließlich um das Kind. Ja, genau. Ja. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, finde ich, für eine Partnerin, jetzt in deinem Fall. Du bist ja auch erst 21 Jahre alt. Ja. So eine Situation dann auch zu akzeptieren, damit umzugehen, finde ich schon schwer. Aber das kann man natürlich. Das kann man aber auch nur, wenn beide Seiten sich disziplinieren. Wenn er sich beispielsweise an die Regeln hält, dass er einfach verlässlich ist. Verlässlich bedeutet, dass man sich auch zurückmeldet, wenn man das versprochen hat. Ja. Und das andere, dass du es aber auch nicht übertreibst. Und gleich das, wie du gerade gesagt hast, gleich das Schlechteste und Schlimmste denkst, wenn er sich mal nicht meldet, wenn irgendwas nicht abgesprochen war. Mhm. Und du musst natürlich schon auch sehen, das ist für ihn das Allerwichtigste im Moment, dass er sein Kind ordentlich. Ja, natürlich. Ach, da muss man, das weiß ich. Und da muss man ein bisschen zurückstecken. Das ja, geht klar. Gar nicht. Mhm. Hast du den Eindruck, ich meine, 2 Monate ist ja nun wirklich super, super frisch. Hast du den Eindruck, dass er schon sehr in dich verliebt ist? Ja, das schon. Also auf jeden Fall. Ich meine, ich kenne schon fast seine ganze Familie und also hat mich direkt vorgestellt und den Eindruck habe ich schon, ja. Aber und du bist es in ihn auch? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also das heißt schon, die Grundvoraussetzungen sind gut. Ne? Ihr beide seid verknallt ineinander. Ja. Du siehst ein, dass das eine nicht normale Beziehung ist, weil da ist jetzt ein kleines Kind, da muss man sich halt ein bisschen, da muss man Rücksicht nehmen, das geht nicht anders. So, das heißt, ihr beiden könntet eigentlich gut miteinander reden, indem du ihm klar machst, dass er sich doch auch so verhalten soll, Stichwort Rückruf, dass er sich an solche Sachen auch hält. Mhm. Und du müsstest ihm versprechen, dass du auch nicht, ich sag's jetzt mal ein bisschen abwerten, dass du nicht zu hysterisch wirst, wenn gleich nicht alles irgendwie so läuft, wie du es erwartet hast. Ja, genau. Ich glaube, dass man dann einen Mittelweg findet, wenn sich da beide am Riemen reißen, glaube ich schon. Mhm. Bist du optimistisch? Ja, doch. Aber da würde ich ja nachher wirklich nochmal mit ihm reden. Ja, das mache ich dann. Aber auch so reden, dass du ihm keine Vorwürfe machst und nur sagst, was er ändern soll, sondern dass du gleich auch sagst, hier, ich sehe meine Fehler auch und ich würde das und das bei mir auch ändern wollen. Vielleicht finden wir dann eine Linie. Dann ist das versöhnlicher, als wenn du ihm Vorwürfe machst. Ja, das stimmt. Ne? Also so müsste es hingehen. Müsste es doch auf jeden Fall mal nochmal ein neuer guter Versuch wert sein, Dominik. Ja. Ja? Dann wünsche ich eurer jungen Liebe alles Glück der Welt. Ja, danke schön. Kannst du mir ein Autogramm schicken von dir? Sehr gerne. Dann musst du auflegen und wir rufen dich gleich nochmal wegen deiner Anschrift zurück. Gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Harkan. Harkan ist die 17. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Harkan. Gut. Alles okay. Und bei dir? Nicht ja, so, oder? Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Ich finde es irgendwie komisch, jetzt so direkt mit dir sprechen zu können. Aber leg mal los. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Das verliert sich gleich. Okay. Ja, also ich habe ein Problem. Mhm. Und zwar, ich habe Depression. Mhm. Und zwar deshalb, weil ich den ganzen Tag ein Bedürfnis habe, was ich nicht stillen kann. Und ja, das versuche ich dann immer mit Pornografie zu überbrücken, diese Lücke. Was für ein Bedürfnis ist das, was du den ganzen Tag hast? Ich kann es nicht genau sagen, was das für ein Bedürfnis ist, aber es ist ein Hunger, ein Begierde. Nach Sex? Nach Pornografie und ja, zu diesem Zeug halt. Mhm. Und das heißt, du konsumierst sehr viel Pornografie? Ja. Wie viele Stunden am Tag? Das ist unterschiedlich, aber im Durchschnitt würde ich mal sagen, so 4 Stunden. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Absolut, ja, absolut. Wie lange schon? Seit ich 11 Jahre bin und... Seit du 11 Jahre bist? Seitdem du 11 Jahre alt bist? Ja. Jeden Tag so viel Pornografie? Ja, am Anfang war es nicht so viel. Am Anfang war es immer nur so eine halbe Stunde oder so. Ja, ist und natürlich für einen 11-Jährigen auch schon krass, finde ich. Ja, erst richtig los ging es dann so mit 13, dann ging es los 2 Stunden, 3 Stunden. Wie bist du denn in so jungen Jahren an das Zeug rangekommen? Ja, wenn man sowas im Fernsehen sieht, in den ganzen Hip-Hop-Videos und in den ganzen Sendungen so wie Sam und Tough um 13 Uhr immer solche Brüste oder Ärsche sieht, da wird man neugierig ja. Und dann will man sowas sehen. Und
wenn ein Kind sowas sehen will, dann schafft er es auch. Und du hast es dir übers aus dem Netz geholt alles? Ja, übers Internet von Freunden, allen möglichen. Und deine Eltern haben da nicht so ein Auge drauf gehabt? Ich glaube, die haben das schon gewusst. Die haben das immer gewusst, aber die haben das für normal gehalten. Ehrlich? Wenn so ein junger Typ mit... Ja, die, na, natürlich haben die nicht gewusst, dass ich süchtig danach bin, aber die haben gewusst, dass ich sowas tue. Und die haben nicht eingeschritten? Ich wundere mich, wenn die wissen, dass ein 11-, 12-, 13-jähriger Kerl, dann müssen eigentlich die Eltern einschreiten. Eigentlich schon. Naja. Ja, der hat halt mein Vater hat ein paar Mal geschimpft, aber der hat sich irgendwie gedacht, ja, das sind Kinder und Kinder tun sowas. Hast du denn auch real Sex mit Menschen? Ich hatte schon einige Male, aber ich denke nicht, dass das Bedürfnis danach ist. Macht dir denn realer Sex überhaupt noch Spaß, wenn du so unfassbar viel Pornos schon gesehen hast? Ich habe jetzt nicht wirklich so viel realen Sex. Ich meine... Ja, ich deswegen frage ich, macht dir das überhaupt noch Spaß, wenn du real ja, mit... Ja, auf jeden Fall. Das schon. Ja, hätte ja sagen können, dass du so abgestumpft bist, dass du gar nicht mehr befriedigt wirst durch so die Normalität. Ja, das ist komischerweise so, dass wenn man am Stück irgendwie irgendwas macht, zum Beispiel ich jetzt einen Monat lang durch jeden Tag sowas anschaue, dann steigt die halt die Toleranzgrenze, sage ich halt. Dann akzeptiert man mehr, was man eigentlich früher gesagt hätte, das ist ekelhaft. Ja, das glaube ich. Gut erkannt, ja. Ja, und wenn man irgendwie 4 oder 5 Tage Pause macht, dann kommt man so allmählich wieder auf den Boden. Ja, und dann fängt man wieder bei Null an. Aber das ist ja interessant. Das heißt, du hast schon mal solche Pausen versucht zu machen. Ja, schon öfter. Aber erst seit ungefähr 1-2 Jahren, nachdem ich mich mit Religion beschäftigt habe und dann zum Islam gefunden habe. Ah ja. Du kommst nicht aus einer muslimischen Familie. Oder doch? Ursprünglich... Ja, aber irgendwann war das dann so abgedriftet, dass die meisten dann Atheisten geworden sind. Verstehe. So, das ist natürlich eine gute Grundlage, wenn man gläubig ist, sich die Kraft auch aus sich herauszuholen, gegen so eine Sucht anzugehen. Das ist einfacher, als wenn man den Glauben nicht hat. Wie oft hast du es denn schon versucht, dich davon zu lösen? Oh, ständig. Ich versuche es jetzt immer noch. Ich habe momentan habe ich Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe, aber da erhoffe ich mir jetzt auch nicht wirklich sehr viel, weil das sind einfach nur Leute, die erzählen, was sie so erleben und wie sie ihre Probleme lösen. Sind das auch Leute, die pornosüchtig sind? Ja, die heißen irgendwie Sexaholiker. Ah ja. Aber Kompliment erstmal, dass du mit deinen jungen Jahren schon selbst so aktiv bist. Du hast dir eine Selbsthilfegruppe gesucht, du hast dich mit dem Thema Religion auseinandergesetzt. Ist ja auch nicht so normal und üblich für einen Typ in deinem Alter. Finde ich schon mal toll. Respekt. Danke. Ja, das heißt, du bist ja ein Kerl, der wach ist und der denkt und der auch weiß, was er tut oder was er falsch macht. Das finde ich schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Du hast mir gerade am Anfang gesagt, dass du unter Depressionen leidest. Ist das jetzt so eine Eigendiagnose oder warst du schon beim Arzt? Ich war beim Arzt. Ich habe den 2 Minuten was erzählt. Da hat er gleich gesagt, ja, okay, Depression. Hier hast du ein paar Antidepressiva, vergnüge dich damit. Aber ich fand es ziemlich schwachsinnig. Das finde ich auch schwachsinnig, muss ich dir recht geben. Und da warst du beim schlechten Arzt. Ja, aber die haben ehrlich gesagt ein bisschen gewirkt. Also das hat sich dann reduziert auf 1 Stunde. Ja. Und wenn man das dann gemacht hat und einen Orgasmus bekommen hat, dann ist man zufrieden. Hast du dem Arzt gesagt, bist du zu dem Arzt gegangen, weil du in schlechter Stimmung immer bist? Oder hast du dem Arzt auch das erzählt, dass du pornosüchtig bist? Ich habe ihm erzählt, dass ich süchtig bin. Ich habe ihm erzählt, dass ich nicht genug bekomme, egal wie gut es war. Und wie intensiv es war, dass ich immer noch mehr und noch besseren will. Und zwar auf einmal, sofort, ohne Unterbrechung. Weißt du, und das finde ich absurd. Da gehst du zu einem Arzt und sagst, ich bin pornosüchtig und der gibt dir Antidepressiva. Das ist ja absurd. Ja, das finde ich auch, aber was soll man machen? Als Jugendlicher wird man immer sowieso abgestempelt als normal. Testosteron, wie auch immer. Ja. Aber ein guter und sensibler Arzt muss das ernst nehmen, wenn du das so sagst. Lieber Hakan, also ich sag nochmal, dass ich die. Ich,
ich sage hier in dieser Sendung immer ganz, ganz oft, weil es manchmal auch nicht anders geht, dass die Leute zu einem Therapeuten gehen sollen. Manchmal ist das ja auch nötig, oft ist es auch nötig. Oder zu einem guten Psychiater gehen sollen. Aber ich sage auch immer wieder, dass man, wenn man den Eindruck hat, dass man Stärke in sich spürt, dass man es erst alleine versuchen soll, gegen zum Beispiel eine Sucht anzugehen. Manch einer schafft das und das ist dann ein großes Erfolgserlebnis. Ja, ich habe es ja auch ab und zu geschafft. Du musst das weiter versuchen. Du bist ja schon zäh. Du machst es ja immer wieder und immer wieder. Und du sagst, du hast schon immer wieder Tage geschafft. Wenn du jeden Tag, an dem du es schaffst, nicht zu gucken, ist ein Sieg. Und du kannst es mit deiner Religion, mit deinem Glauben, kannst du dir ja noch viel mehr Kraft ranholen. Also das Nicht-Hinsehen, das ist ja nicht das Problem. Also ich war ja auch jetzt 10 Tage in Türkei. Und ich habe es in der Türkei geschafft, 10 Tage lang durch gar nichts zu machen. Am Anfang war es schwer und dann war es wirklich ganz leicht. Aber hier in Deutschland ist das Problem, dass es... Ich verstehe. Es ist verfügbar. Ja, es ist wirklich reich an Sexualität, Deutschland. In den ganzen Werbungen, in den ganzen Zeitschriften, im Fernsehen. Ja, ich verstehe. Videos, aber überall. Aber dennoch, kannst du dir Tricks ausdenken, dich selbst zu überlisten und dir selbst einen Riegel vorzuschieben? Das hast du ja schon immer wieder in den Tagen geschafft. Ich weiß nicht, ob du dir die Seiten selbst sperren kannst, wo du raufgehst im Netz, oder ob du die Sachen wegschmeißt, die du gespeichert hast. Das wären alles so Maßnahmen, dass du eigentlich deinen ganzen PC erstmal säuberst von jeglicher Pornografie. Ja, es sind alles nur so Überlegungen. Du musst ja Tricks suchen, dich selbst zu überlisten. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie schon auch die Hoffnung verloren. Nein, habe ich nicht. Wenn ich dich höre, habe ich die überhaupt nicht verloren. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Nein, noch nicht genug. Manchmal ist es dann noch nicht genug, wenn man glaubt, man hat schon alles ausprobiert. Ich glaube, dass du auf dem guten Weg bist. Du musst nur noch härter mit dir umgehen. Ich weiß nicht. Aber genau. So, das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist... Ich nehme das schon sehr ernst, wenn du sagst, ich habe Depressionen. Vielleicht ist das wirklich ein Krankheitsbild, was da auch vorliegt bei dir, was gar nicht mal so direkt unbedingt im Zusammenhang steht mit der Pornografie. Würde ich dir gerne noch eine Fachberatung jetzt an die Hand geben von meiner Psychologin. Ja, gerne. Unbedingt. Nichts gegen Antidepressiva. Unter Umständen, wenn man sie eine Weile nimmt, es gibt gute Medikamente, wenn sie richtig dosiert sind und gut verschrieben wurden. Aber da muss man sich dann halt auch kundig machen und schlau machen. Ja. Ich glaube, dass du ein guter Typ bist. Ja, danke. Und ich glaube, dass du das schaffst, weil du einen Willen hast. Und ich wünsche es dir wirklich, Hakan. Ja, danke. So, und jetzt die Fachberatung von Magdalena, meiner Psychologin. Kann ich noch schnell jemanden grüßen? Ganz schnell. Ja, ich grüße den Flo aus Nürnberg. Ja. Und Emma ist aus KMR. Okay. Alles klar, mein Lieber. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben, das ist ja fast perfekt, 1.30 Uhr gleich. Und das ist eine sehr schöne Zeit für eine Domian-Postecke. So, ich habe Post bekommen von Charlotte aus Regensburg. Und Charlotte aus Regensburg schreibt: Lieber Domian, ich bin eine treue Zuschauerin deiner Sendung und freue mich auch immer, wenn du Gast in anderen Fernsehsendungen bist. So war ich sehr gespannt auf deinen Auftritt bei Schmidt und Pocher neulich. Was ich dann aber gesehen habe, fand ich entsetzlich. Das lag jedoch nicht an dir, sondern in erster Linie an dem Rotzlöffel Pocher. Rotzlöffel in Anführungszeichen geschrieben. Wie kann man so niveaulos sein? Du, Domian, hast es nicht nötig, dich auf so eine Stufe herabzubegeben. Also bitte geh nie wieder zu Schmidt und Pocher. Liebe Charlotte, Charlotte, ich habe ja vor ein paar Wochen mich da schon zu geäußert. Ich habe mich bei diesem Auftritt ausgesprochen wohlgefühlt. Und ich finde, dass man auch ein bisschen Spaß machen muss. Und wir haben uns nicht auf Kosten von anderen Leuten lustig gemacht. Zu Harald Schmidt, ich war sehr oft ja schon früher auch in der Schmidt-Show. Ich respektiere ihn ausgesprochen. Einer der größten Entertainer, die wir in Deutschland haben. Und Oliver Pocher ist für mich einer der größten jungen Entertainer, einer der größten Talente, die wir in Deutschland haben. Und ich weiß von beiden, dass sie diese Sendung hier, das, was wir ja allnächtlich machen, ebenfalls sehr respektieren. Und beide würden sich auch nicht über diese Arbeit und auch nicht über die Anrufer lustig machen. Es war ein kleiner Spaß. Und deshalb würde ich auch jederzeit wieder zu den beiden Jungs gehen. So,
Sven, 25, aus Herne, schreibt: Hi Domian, ich war komplett geschockt, als ich am Mittwoch in deiner Sendung einen Mann hörte, der als Kind und Jugendlicher von seiner eigenen Mutter über Jahre sexuell missbraucht wurde. Ich dachte immer, sowas machen nur Männer. Ich bin fassungslos. Gibt es eine gerechte Strafe für Menschen, die Kinder so etwas antun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich diesen Tätern und Täterinnen das größtmögliche Leid. Aber noch mehr wünsche ich, dass die Opfer es schaffen, irgendwann wieder in ein annähernd normales Leben zurückzufinden, schreibt Sven aus Herne. Dann Sonja aus Bayern schreibt: Domian, in deiner Show hattest du einige Male das Thema 24-Stunden-Sklaven. Du warst darüber sehr erstaunt und hast sehr viele Fragen gestellt. Aber glaube mir, in dieser speziellen Szene ist das Thema Sklaven gar nicht so was Besonderes. Auch ich habe einen Sklaven schon seit 2 Jahren. Ich nenne ihn Chet, er ist 33 Jahre alt und macht hier alles für mich. Putzen, einkaufen, renovieren, Betten beziehen, Auto waschen und so weiter. Er ist von Freitagabend bis Montagmorgen bei mir. In der Wohnung läuft er immer nackt herum und wenn ich Besuch von meinen Freundinnen habe, serviert er uns den Kaffee und muss sich dann, nackt wie er ist, unter meinen gläsernen und durchsichtigen Wohnzimmertisch legen. Er findet es super und ich auch. So geht es in Bayern zu, bei der Sonja. Sonja, die einen Sklaven hat. Und noch eine Post aus Berlin von Roman, 19 Jahre alt, der schreibt: Hi Domian, deine Show ist das Perfekteste, was es nachts so im Fernsehen gibt. Meine Mom ist vor 2 Jahren gestorben und ich war kurz davor, mir auch das Leben zu nehmen. Wir beide haben zusammengelebt, sie war alleinerziehend. Für mich ist alles zusammengebrochen. Da habe ich deine Sendung durch Zufall entdeckt und dann fast jede Nacht geguckt. Ich glaube, dass ihr mir das Leben gerettet habt, ohne davon zu wissen. All die anderen Leute, die bei dir anrufen und auch so schwere Schicksale haben, haben mir letztendlich Mut gemacht. Da waren so tolle Leute dabei und die haben immer gesagt, dass es weitergeht, dass man nach vorne gucken soll und dass man auch wieder was Schönes erleben kann, wenn man es vielleicht überhaupt gar nicht mehr glaubt. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und so komme ich jetzt wieder einigermaßen über die Runden. Macht bloß weiter und Grüße an alle, euer Roman. Ich wünsche Roman alles Gute und schöne Grüße nach Berlin. So, ihr Lieben, Ende der Postecke. Und jetzt machen wir mit der Sendung weiter. Offene Themenrunde. Wie immer freitags. Und hier ist die Gabi. Und Gabi ist 57. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Domian. Gabi, um was geht's bei dir? Ich habe heute erfahren, dass mein Mann unheilbar an Krebs erkrankt ist und wohl nicht mehr lange zu leben hat. Heute erfahren? Ja. Von ihm oder von einem Arzt? Nein, von den Ärzten. Ja. Mein Mann weiß noch gar nicht, wie krank er wirklich ist. Ach, du hast alleine mit den Ärzten gesprochen? Ja, ja. Nicht ganz alleine. Meine Tochter, die war dabei und hat das also auch mitbekommen. War er denn schon etwas kränklich so in der letzten Zeit? Oder? Ja. Also das Ganze hat eigentlich angefangen so vor 3 Wochen. Mhm. Ich muss dazu sagen, also dass er immer ärztlich überwacht worden ist im Zuge einer Diabetesvorsorge, weil Diabetiker Typ 2 ist. Und es war also bei der letzten Blutabnahme schon festgestellt worden, dass bestimmte Blutwerte sich verändert hatten. Mhm. Das hatte man allerdings auf einen Infekt zurückgeführt. Mhm. Und vor 14 Tagen fing es dann an, dass er Unterbauchbeschwerden bekam und dann auch Verdacht auf eine Blasenentzündung untersucht worden ist. Dann konnte er eine Woche nicht mehr auf die Toilette und der Bauch wurde immer dicker und immer dicker. Und ja, dann kamen so einige Dinge in Gange. Der Arzt hat dann nochmal Blut abgenommen und die Werte sind also dermaßen in die Höhe geschnellt, dass er also wirklich ins Krankenhaus musste. Mhm. Was für eine Diagnose hat man denn heute gestellt? Ja, man hat also festgestellt, dass die Leber mittlerweile sehr mit Metastasen durchsetzt ist. Mhm.
und man mir also keine Hoffnung auf irgendeine Heilung gemacht hat. Den Primärtumor, den konnte man noch nicht ausmachen, das soll am Montag stattfinden, aber die Vermutung geht dahin, entweder die Bauchspeicheldrüse oder ein Lungentumor. Er hat auch einen sehr großen Lungenerguss auf der einen Seite, der ihm das Atmen also sehr, sehr schwer macht. Das heißt, die Ärzte haben es so dargestellt, dass es so schlimm ist, dass man gar nicht operieren kann? Ja. Keine Bestrahlung, keine Chemie? Nein, gar nichts. Gar nichts. Was denkt denn dein Mann, schlimm es ist? Also bis jetzt war es immer noch so, dass ich also sehr gut schauspielern konnte vor ihm, dass ich also... Er hat doch bestimmt gefragt, was haben die Ärzte gesagt, ne? Oder? Ja, also heute haben die eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht und die war ohne Befund für ihn. Mhm. Und er hat natürlich noch massive Bauchbeschwerden, Schmerzen, er wird auch mit Schmerzmitteln behandelt und ich denke mir schon, dass er sich also auch so seine Gedanken gemacht hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber was hast du ihm gesagt? Bis jetzt noch nichts. Er weiß von gar nichts. Er weiß auch gar nicht, dass du mit Ärzten gesprochen hast? Dass ich mit den Ärzten gesprochen habe, das weiß er. Und hast du nicht gefragt, was haben die gesagt? Nein. Nee. Ist auch schon merkwürdig, ne? Ja. Meine Kinder wissen es halt heute und ich muss morgen irgendwie den Weg finden, dass die Ärzte und ich gemeinsam ein Gespräch mit ihm haben, denn die möchten gerne zu ihrem Vater und können da nicht mehr unbefangen hingehen, das geht nicht mehr. Das heißt, du bist schon jetzt entschlossen, dass er es erfährt? Es geht nicht mehr anders. Mhm. Am Montag hatte der Hausarzt schon eine Vermutung in den Raum geworfen und ich habe also die ganze Woche wirklich geschauspielert. Wenn ich mit ihm zusammen war, dabei im Wahn, habe ich immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Sobald ich dann alleine war, flossen dann die Tränen. Ich vermute ja wirklich, dass er schon es wirklich ahnt, wenn er gar nicht fragt heute. Die Vermutung haben wir auch, als meine Tochter heute zu ihm kam. Also das muss dazu sagen, dass bevor wir mit dem Arzt gesprochen hatten, hatte ich ihr also schon gesagt, dass es ihm heute nach der Spiegelung sehr, sehr schlecht gegangen ist. Mhm. Und das hat sie sehr mitgenommen und sie fing an zu weinen, als sie ihn begrüßt hat. Und da standen ihm auch die Tränen in den Augen. Mhm. Das kennt man von ihm gar nicht. Ja, dann ist es unausgesprochen wahrscheinlich schon gesagt. Ja. Ja. Ich habe eine tierische Angst davor, ihm morgen das Gespräch mit ihm zu führen, ihm das zu sagen, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du willst das Gespräch zusammen mit dem Arzt oder einem Arzt, mit Ärztin führen? Ja, mit dem Arzt zusammen. Alleine traue ich mich nicht. Ich habe eine tierische Angst davor. Ja. Die Kinder sind wie alt? Die sind erwachsen. Die Tochter ist 25, der Sohn ist 28. Mhm. Also willst du den Rahmen des Gesprächs suchen, du, dein Mann und die Ärzte? Ja, und wenn wir es zeitlich irgendwie hinkriegen, dass die Kinder mit dazukommen, denn die haben auch ein Recht darauf, auch dieses Gespräch mit dem Vater gemeinsam zu führen. Ein sehr schwerer Gang steht dir da bevor. Ja, ich bin auch total leer. Ich habe also Glück gehabt heute, dass ich einen sehr guten Freundeskreis habe, die mich hier versucht haben, sehr aufzufangen und auch für mich da waren. Aber ich bin so leer innerlich. Ich weiß gar nicht, wie das alles weitergehen soll. Nun hat er ja erst, so wie ich es gerade verstanden habe, in den letzten Wochen Beschwerden. Das heißt, in den letzten Monaten und Jahren war er, abgesehen von der Diabetes, Er war übergewichtig, aber ihm ging es gut. Und wie alt ist er denn? Der ist letzte Woche 63 geworden. Was ist er denn so für ein Typ? Ist er eher ein Nehmer, der gut einstecken kann, oder ist er schon eher... Nee, schon er ist kein Nehmertyp, überhaupt nicht. Kein Nehmertyp, eher empfindlich und sensibel. Ja, Das heißt, umso schwerer ist dann das Gespräch. Mhm. Ja, deshalb habe ich so eine Angst davor, weil ich weiß, dass ihn das sehr mitnehmen wird, was natürlich verständlich ist, aber wenn jemand so empfindsam und sensibel ist, dann ist das noch mal schlimmer. Hast du den Eindruck, dass du da in guter ärztlicher Betreuung bist? Also bis jetzt ja. Ich weiß so nicht, wie das dann weitergeht, wie man ihn jetzt, ob er vielleicht doch noch eine leichte Schäme bekommt, so das so ein bisschen zu deckeln, dass es nicht so rasant vor sich geht. Ich meinte es auch in der Hinsicht, dass man
man kann ja, und das finde ich auch absolut legitim, einem Patienten, der vielleicht eher labil ist und der sehr empfindlich ist, dass man den psychiatrisch etwas begleitet. Das weiß ich nicht, ob das in dem Krankenhaus gegeben ist. Würde ich mich mal erkundigen, dass vielleicht sogar ein Psychiater hinzugezogen wird oder später hinzugezogen wird, dass er so ein bisschen aufgebaut wird und nicht zu große Angst hat und nicht zu sehr in ein Stimmungstief fällt. Das muss man alles sehr genau überlegen. Aber ich sag dir mal einfach dieses Thema, damit du es mal so im Kopf hast, im Hinterkopf, vielleicht ist das dann auch noch hilfreich. Denn der Mann darf ja jetzt nicht komplett zusammenbrechen seelisch. Und ja, das ist so meine größte Angst. Wie geht's weiter? Bekomme ich ihn noch mal nach Hause? Und wenn ja, für wie lange? Mhm. Und wie schaffen wir es hier gemeinsam zu Hause in einigermaßen einen normalen Alltag zu leben, mit der Aussicht, die wir haben? Mhm. Aber nächste Woche gibt es noch mal eine intensive Untersuchung. Ja, um zu gucken, wo der Primärtumor überhaupt sitzt. Ne? Und erst dann wird man ja vermutlich sagen können, was man doch noch eventuell an therapeutischen Maßnahmen... Haben mir klipp und klar gesagt, nix. Gibt es nicht. Keine Chance. Weil die Leber wohl zu sehr durchsetzt ist und der Lungenerguss zu groß ist und zu umfangreich ist. Keine Chance, da irgendwas zu therapieren. Dann ist natürlich die Frage... wie man ihm die Zeit, die er hat, noch am erträglichsten und am besten gestalten kann. Ja. Mit welcher medizinischen Versorgung? Ja. Und wo auch? Ich hoffe, dass wir das irgendwie gut auf die Reihe kriegen, dass er dass die Restzeit, die ihm noch bleibt, mit einer relativ guten Lebensqualität verbringen kann. Das ist unglaublich wichtig. Das ist so wichtig. Und das kann man. Das kann man, wenn man gut den Patienten betreut, kann man das. Morgen ist das Gespräch. Ja. Steht schon fest, wann? Nein, noch nicht. Ich muss mich morgen früh erst mit dem Oberarzt auseinandersetzen, weil ich persönlich wollte es eigentlich noch hinauszögern bis Montag. Mhm. Aber ich habe heute meinen Kindern gegenüber die Fassade einfach nicht mehr wahren können. Es ging nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Mhm. Sonst hätte ich das noch bis Montag hinausgezögert. Mhm. Aber das war einfach nicht, ich konnte einfach nicht mehr, es ging nicht mehr. Ich glaube, dann machen 2 Tage es auch nicht mehr aus. Nee. Das glaube ich, dann ist es vielleicht ist es ja auch sogar für ihn erleichternd. Im Moment wird er sich natürlich 1000 Gedanken machen. Und er spricht. Da gehe ich auch von und er spricht nicht. Und das wird für ihn auch eine ganz bedrückende Situation sein, weil er nicht weiß, was du weißt. Und er wird, vielleicht ist es sogar auch nach dem ersten Schock zumindest insofern eine Erleichterung, dass man gemeinsam offen reden kann. Und dass man gemeinsam offen planen kann, was man jetzt tut. Ja, wir haben es vor drei Jahren ist meine Mutter an der Leukämie verstorben und da war es genauso. Wir haben also auch erst Probleme gehabt, mit ihr darüber zu sprechen. Als das Thema dann einmal auf dem Tisch war, wurden zwar viele Tränen vergossen, aber dann war gut. Dann konnte man man konnte versuchen, relativ normal mit dieser Situation umgehen. Mhm. Ich hoffe, es ist meine große Hoffnung, dass wir das hier auch so geregelt haben. Ja, du kannst es ja vielleicht auch so arrangieren, dass das dann, wenn gesprochen wurde, dass dann auch bald die Kinder kommen und dass ihr alle zusammen seid. Und dass ja vor allen Dingen, der Mann liegt jetzt im Krankenhaus, ne? Ja. Hat er ein Bettzimmer? Nein, leider, der hat ein 2-Bettzimmer. Kann er sich denn bewegen im Moment? Ja. Dass ihr euch in einen Raum zurückzieht, wo ihr alleine seid, wenn die Kinder kommen, dass das nicht in Anwesenheit vielleicht des anderen Patienten auch stattfinden muss. Nee, das möchte ich auch. Also das haben wir also schon gesagt, dass ich also gerne möchte, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass wir einen Raum kriegen, wo wir alleine reden oder der andere Patient vielleicht für eine Zeit lang mal rausgeht. Oder sowas, ja. So, wenn ihr das so sensibel alles vorbereitet, glaube ich, ist das dann auch der richtige Schritt. Vielleicht ist es sogar, wie gesagt, eine Bedrückung weniger für deinen Mann, wenn er sprechen und weinen kann. Vielleicht reißt er sich jetzt auch noch zusammen, weil er tappt ja im Dunkeln, das ist ja fürchterlich. Er tappt total im Dunkeln. Also bis jetzt war es für ihn immer so, der hat ja so gedacht, ja, wenn die Magen-Darm-Spülung weg ist und die gut ist, dann bin ich gesund, dann kann ich nach Hause. Aber die Beschwerden werden, also seine Unterbauchbeschwerden, die werden immer intensiver, der Bauch wird immer dicker, er kriegt immer weniger Luft. Also, ich denke schon, dass er sich Gedanken macht. Ja, also habt du jetzt auf jeden Fall im Kopf, dass er eine optimale Schmerzbehandlung bekommt?
dass er nicht leidet? Oder hat man so im Hinterkopf vielleicht so eine leichte psychiatrische Unterstützung, wenn er zu sehr durchhängt, dass er vielleicht das ein oder andere aufbauende Medikament bekommt? Ja. Ich denke, das wäre ganz hilfreich für ihn, dass er auch mal ein Außenstehen hat, an dem man sich wirklich mal... Genau, ganz genau. Ich sage aber auf dem man sich so richtig einmal auskotzen kann und sagen kann, was man vielleicht den Angehörigen gegenüber nicht so äußern möchte. Mhm. Ja, das ist oft der Fall, dass man einem Fremden gegenüber vielleicht dann auch eher sein Herz öffnet als den Angehörigen gegenüber. Liebe Gabi, dann wünsche ich dir für den schweren Tag morgen sehr viel Kraft. Sehr viel Kraft. Und für dich und deine Familie eine Zeit, wo ihr dann doch alle nochmal sehr intensiv zusammenleben könnt und euch austauschen könnt. Das hoffe ich, dass uns die noch gegeben ist. Mhm. Von Herzen alles Gute. Von Herzen. Ich danke dir, Domian. Deine Sendung, die verfolge ich schon seit Jahren. Und guck mir die nachts immer an. Hör mir die immer an. Vielen Dank, Gabi. Ich bedanke dir. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Danke. Tschüss. Hier ist Kurt. Kurt ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kurt. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich fühle mich so ein bisschen verarscht von meinem Freund. Von deinem Freund? Ja. Ist das eine Beziehung oder eine gute Freundschaft? Beziehung. Also eine Beziehung. Von meiner Seite aus ist das eine Beziehung. Erzähl mal, was ist denn da, wieso fühlst du dich verarscht? Ja, ich muss das so erzählen. Ich bin mal von der Straße wiedergekommen, 2005, und dann hat er mich dann kurz aufgenommen. Ah, du hast auf der Straße gelebt? Ja, ich habe auf der Straße gelebt. Ich kannte den aber schon seit 20 Jahren kenne ich den aber schon. Und hatte man sich aus den Augen verloren, und 2005 habe ich ihn wieder getroffen, und dann hat er mich kurz halt aufgenommen, dann haben wir zusammen ein Haus bekommen, beziehungsweise aus Miete natürlich, ne? Sind wir da eingezogen, und irgendwann sagte er dann zu mir, du, pass auf, ich könnte eigentlich mal eine Schwulenbeziehung mit dir anfangen. Och. Hatte er denn schon vorher mal eine schwule Beziehung? Nein, hatte er noch nicht. Och. Und dann sagte er einfach, ich könnte eigentlich mit dir sowas anfangen? Naja, wusste ja von mir aus, dass ich schwul bin. Das war klar, das wusste er. Naja, das wusste er. Aber seitdem geht das sechsmal. Im sechsten Versuch sind wir. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen blöd bei bin oder so, oder ob ich da so ein bisschen blöd bin oder so. Was heißt denn sechster Versuch? Ja, der sechste Versuch ist, starten wir jetzt. Ja, was heißt der sechste Versuch? Mit was? Mit der Beziehung. Seit 2005. Seit 2005. Ihr wohnt aber immer noch in einem Haus. Nein, das Haus wurde umgebaut, und dann mussten wir halt uns andere Wohnungen suchen. Aber ihr wohnt zusammen in einer Wohnung? Nein, auch nicht mehr. Auch nicht mehr? Naja. Und der sechste Versuch, eine Beziehung zu starten. Woran ist es denn immer gescheitert? Ich weiß nicht, wann das lag. Ich weiß nicht, wann das liegt. Na, wie verhält er sich denn, dass es scheitert? Also, er ist ein Dartclub, und der hat... Was ist er? Ein Dartclub, Daten. Ach so, ja. Und da ist er viel mehr als mit mir zusammen. Weiß ich. Jetzt in den neuen Versuch haben wir gerade mal seit Oktober einmal miteinander geschlafen. Wie oft habt ihr denn überhaupt schon miteinander geschlafen? Also früher, als wir noch zur Schule gingen und uns im jugendlichen Alter mehrmals. Jetzt, also Moment. Wie früher, als ihr noch zur Schule ging? Ich meine, ihr seid seit 2005, versucht ihr erst eine Beziehung. Ja, ich kenne ihn aber schon länger. Ach, ihr hattet früher auch schon mal irgendwie Sex miteinander? Ja, ich kenne ihn ja schon seit Kind auf an. Ja, das kann ja sein, aber ihr hattet da auch schon mal Sex früher als Jugendliche? Ja. Ach so. Na gut, aber reden wir mal über die letzten 3 Jahre. Wie oft ist es da passiert? Was könnte ich eigentlich an der Hand zählen? Letzten 3 Jahre? 7 Mal. 7, 8 Mal. Hast du denn das Gefühl, wenn du mit ihm schläfst, dass er richtig bei der Sache ist und dass ihm das Spaß macht? Nicht so wirklich, ne? Also geht da eher die Initiative von dir aus? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kann es schlichtweg sein, dass dein Freund nicht schwul ist oder nicht genügend schwul ist für eine Beziehung? Ja, das glaube ich nämlich auch bald, ja. Aber er sagt dazu nichts. Er sagt dazu nichts. Wenn ich ihn frage, wie sieht es mit uns aus? Läuft das mit uns noch? Ja, wenn nicht, dann sage ich dir das schon. Mehr kommt da nicht raus.
dass jedes Mal, wenn ich mich, und wir reden wirklich sehr oft, das geht mir manchmal schon ziemlich an den Nieren, so oft wie wieder drüber labern. Wenn ich ihn danach frage. Aber es kommt nichts dabei rum bei dem Labern. Nee, da kommt wirklich nichts dabei rum. Mhm. Dann sage ich, änderst du dich mal ein bisschen oder versuchst dich zumindest ein bisschen anzupassen, weil wir müssen uns doch irgendwo in der Mitte treffen. Ja, das ist leicht gesagt. Wenn der nicht schwul ist oder nicht bisexuell genug, kannst du dich auch nicht in der Mitte treffen. Das geht dann einfach nicht. Ja, dann soll er mir doch wenigstens die Wahrheit sagen. Ja, das finde ich allerdings auch. Aber vielleicht will er dich als Freund auch nicht verlieren und versucht da so ein bisschen rumzutaktieren. Wie geht ihr denn miteinander um? Nett, zärtlich oder auch nicht? Packt ihr euch an, streichelt ihr euch? Also im sexuellen Bereich. Ja, so, nee, im normalen Alltag so. Geht ihr zärtlich? Ne, wir reden nur. Also, wenn ich ihn mal umarmen möchte oder was, ich meine, er umarmt mich nichts. Ganz konkret gefragt, wenn ihr denn miteinander schlaft, ist er denn richtig erregt dabei? Nein. Nie? Nicht. Er hat nie eine Erektion? Nee. Ja Gott, also das klingt aber wirklich sehr, das klingt aber sehr, sehr heterosexuell. Ja. Das meine ich auch. Das Seltsame ist nur, dass er den Mund nicht auftut und das nicht sagt. Ja. Das macht mich fertig. Hast du ihn denn auch diese Frage schon gestellt? Bist du überhaupt schwul genug für eine Beziehung? Ja, das habe ich schon so oft gestellt. Und dann sagt er? Zwar nicht so ausgedrückt, aber in der Richtung ging das auch schon und auch so verständlich gesagt. Ja. Und der sagt nur, wenn nicht, dann sage ich ja schon. Mehr kommt da nicht zustande. Wenn er jetzt, glaube ich, zuhört, dann weiß er, glaube ich, wen ich meine. Ja, wahrscheinlich wird er das wissen. Ich glaube, Kurt, so wie du das jetzt schilderst, wenn das über so lange Jahre so quälend sich entwickelt, solltest du, egal ob er jetzt was sagt oder nicht sagt, einfach die Konsequenz ziehen und dich aus dieser schwulen Beziehung verabschieden. Du kannst ja mit ihm Kontakt haben. Aber hör auf, dir vorzustellen, dass ihr ein Paar seid oder dass ihr Sex miteinander habt. Mhm. Ich glaube, das musst du machen, auch wenn er es jetzt nicht explizit sagt, dass er es nicht will. Mach es ganz einfach nicht mehr. Lass ihn in Ruhe. Das wäre das Beste. Glaube ich schon, weil was bringt das? Das bringt gar nichts. Ihr seid so eingefahren in eure Rituale und er sagt nichts und du bist gekränkt und baggerst und was soll's? Ich würde den Rückzieher machen. Also, ja, ich will aber auch nicht mehr alleine sein. Ja gut, sicher. Wollen wir alle nicht. Aber man kann auch nicht auf Biegen und Brechen etwas erzwingen, das kannst du nicht. Ja. Du kannst ja wirklich mit diesem Mann, offensichtlich scheint ihr euch ja sehr lange zu kennen und auch Vertrauen zueinander zu haben, du kannst ja mit dem Mann befreundet sein. Vielleicht wird das sogar eine viel bessere Beziehung, wenn er merkt, dass dieser körperliche Druck weg ist, der sexuelle Druck. Vielleicht wird das dann sogar gut zwischen euch beiden und du suchst dir deinen Sex mit anderen Kerlen. Ich würd so angehen, Kurt. Ja. Ja. Alles Gute wünsche ich. Auch so. Dankeschön, tschüss. Detlef, 44, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Detlef, schön, dass du da bist. Grüß dich. Um was geht's denn bei dir? Um meine Frau. Ja, und was ist da? Und zwar, wir hatten jetzt ja seit ungefähr zwei Jahren jetzt keinen Sex mehr. Seit zwei Jahren? Und wie lange seid ihr verheiratet? Warte mal, elf Jahre jetzt. 11 Jahre. Und das war vorher, war das alles? Nee, das ging ja schon. Wir hatten uns ja 2 Jahre hier gekannt. Bitte? Ihr habt euch vorher 2 Jahre gekannt? Ja, und dann, wo wir geheiratet haben, da fing das dann schon an. Dann waren es vielleicht im Jahr so 2-3 Mal 6. Ach so, das geht die ganze Ehe schon so, dass es so schleppend ist. Warum ist das so? Ich weiß nicht, ich hatte sie ein paar Mal drauf angesprochen. Also du würdest wollen, aber sie will nicht? Ja, genau. Habt ihr Kinder? Nee. Ja, und ich habe schon ein paar Mal hier, da habe ich auch alles schön gemacht. Und wenn hier, weil ich ja als Fernfahrer hier, komme ich dann abends, früh ist meistens erst nach Hause. Ja.
Da habe ich auch hier am Frühstückstisch, denke ich immer, und dann mache ich alles schön. Dann habe ich auch Blumen gekauft und irgendwas einfallen lassen oder da irgendwie ein kleines Geschenk dazu und so. Also du hast dir Mühe gegeben? Also, ja, für meine, so wie ich das denke, also ja. Denke schon ein bisschen. Bist du denn sicher, dass sie keinen anderen hat? Du bist Fernfahrer und viel unterwegs. Ja, man spricht zwar immer viel, aber ich glaube nicht. Wenn du sie darauf ansprichst, hast du sie jetzt in der letzten Zeit auch darauf angesprochen, warum überhaupt kein Sex mehr stattfindet? Ja, ich hab sie schon ein paar Mal, ich habe auch ja unterwegs angerufen und immer darauf angesprochen, aber sie weicht immer da aus und meistens kommt dann ja so eine Antwort wie ich brauche das nicht so oft und ist natürlich alles Quatsch, ne? Ich brauche das nicht so oft, kann man sagen, wenn man nicht viermal in der Woche will. Aber sie macht ja gar nichts mehr. Wie alt ist deine Frau? Auch 44. Auch 44. Frustrierende Situation. Ja, bloß ich habe auch seit ein Jahr jetzt ungefähr, bin ich auch schon jetzt am Überlegen, ob ich mich vielleicht doch scheiden lasse. Wie ist denn dein Empfinden für deine Frau? Abgesehen jetzt von der sexuellen Problematik. Ja, und wenn man jetzt auf eine Skala guckt, also so bei 1, 2 von 10. Oh. Also 10 wäre optimal und 0 ist 0 und du sagst so 1 bis 2. Ja, so ungefähr. Klingt ja nicht dolle. Also sagen wir es ganz offen, du liebst sie nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Dann ist der Fall eigentlich ja auch schon geklärt, Detlef. Was willst du da noch mit der Frau, bei der Frau? Ja, ich bin so anhänglicher Mensch da. Ich versuche es immer wieder und immer wieder und denke, na, vielleicht kommt da doch ein Fünkchen irgendwo. Glaube ich, kannst du vergessen nach all den Jahren. Ich glaube, dass so viele Paare sich nicht trennen aus Bequemlichkeit. Das denke ich, das ging mir heute auch schon den ganzen Tag durch den Kopf. Ja, aus Bequemlichkeit und auch aus Angst vor der Veränderung. Das ist natürlich dann alles anders, das Leben, als vorher. So ist alles so gewohnt und es läuft ja. Ja, ich habe ja schon mal eine Scheidung hinter mir. Aber du bist erst 44 Jahre alt. Du kannst ja nicht in so einer Frustehe alt werden. Das ist ja grauenhaft. Du hast ja deine Bedürfnisse, du hast ja Lust, du möchtest dich ja verlieben, du möchtest Sex haben. Ist ja auch alles legitim. Ja, freilich. Also finde ich, wenn das alles so klar ist, wie du mir das gerade gesagt hast, und ich glaube das, weil das so spontan kam von dir, finde ich, ist die Lösung die Trennung. Und dann kannst du dich erstmal ein bisschen ausruhen und dann siehst du mal zu, wohin der neue Weg führt. Vielleicht wird es ja doch irgendwie besser. Bitte? Ja, vielleicht wird es ja doch irgendwie besser. Du glaubst, dass sie doch eventuell... Nee, ich meine... Wenn ich jetzt wirklich die Trennung mache jetzt. Ja, das wäre besser. Dass ich dann vielleicht ein bisschen nicht so Gedanken hier hänge und dann vielleicht doch ein bisschen Ruhe habe. Ja. Also, ich würde in die Richtung mich verhalten, Detlef. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich bedanke mich bei dir. Ne? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik, Annette Bastian. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dann, macht's gut.